Aber es lohnt sich, komm mal auf jeden Fall her. Also, er ist ein gut aussehender Kerl. Er trainiert unwahrscheinlich viel. Er arbeitet für diesen Sender, ist ein Top-Moderator, oder? Was sagst du? Ja, ne? Daumen hoch. Er macht das richtig gut. Einen riesen Applaus für Marc! Guck mal, der gibt sogar Ehre viel zu viel. Jetzt schwitze ich richtig. Ja, ich weiß, du bist aufgeregt. Ne? Ich habe dir so viel Schönes über dich gesagt. Jetzt bist du einfach völlig schwitzen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Völlig verlegen. Ja, knallrot. Ja, aber schön mit dir auf der Bühne zu stehen hier. Hier in Leipzig, hier bei diesem wunderbaren Wetter. Aber Gewitter geht es auf gar keinen Fall, glaube ich, weil. Ja, die Wolken sind noch weit weg. Nee, erst also musst du keine Sorgen machen. Nach sechs. Ja. Ja, nach so einem Empfang, Wahnsinn. Ja, jetzt. Bist aber eigentlich du dran, ne? Ja, ja, ja. Wenn ihr mal guckt, das ist der Mann mit Brille oben dran. Ja. Der ist seit viel, viel mehr Jahren im Fernsehen aktiv als ich. Das hast du eben gelernt. Der ist noch dazu Musiker. Ja, seit 16 Jahren. Echt ein sehr, sehr lustiger Kerl. Ja, ich bin Kölner Junge. Ich habe ja ein großes Herz. Habt ihr gestern das Fußballspiel gesehen? Wer hat das Fußballspiel gesehen gestern? Hände hoch. Habt ihr da keinen Fernseher? Ja. Schau mal. Doch, habt ihr, ne? Wir haben gewonnen! Hammer, oder? Gegen Ungarn. Ich dachte, das sagen meine Eltern, sind Ungarn. Die haben echt geheult. Ich war richtig traurig, dass jetzt. Weil also, Ungarn nur 2-0 gewonnen. Die Jungs haben super gespielt, oder? Die haben ganz toll gespielt. Ja, ja. Ich hab's nicht gesehen. Hast du die Jogginghose vom Torwart der Ungarn gesehen? Entschuldigung, also ist egal. Die Deutschen, die waren total verwirrt, ne? Die konnten nicht ins Tor spielen. Löw hat viel zu schnell gewechselt. Ne? Draxler wusste nicht, wo das Tor ist, plötzlich kam Podolski rein, hey Chef, doch kein Maskottchen und so. Und dann kam plötzlich Gomez irgendwo her, keine Ahnung. Komm, wir sollen kein Spiel kommentieren, wir sollen jetzt hier Spaß und Musik machen. Ja, und dafür bist du genau der Richtige. Ja, okay. Viel Spaß mit Tom Lehl. Alles klar, danke euch. Okay, dann fangen wir jetzt mal an, würde ich sagen. So, hau rein.